auszögern, indem du ein bisschen was gleitest, indem du ein bisschen was rumgleitest an ihm. Ja, so verkackt man dann. So verkackt man dann. Nee, ist nicht wahr. Ist echt nicht wahr. Das ist jetzt, glaube, vierte Aufnahme gar zum Spiel. Die erste, die Stunde 10 Minuten war, die, das war ja die Premiere dann. Und dann nochmal zwei hinterher, glaube. Oder? Ja, einmal eine Rangelpflanze gespeichert, hat man ja gesehen dort. Am Anfang dieser Aufnahme dann eben. Ist jetzt nicht, wie viele Folgen hier schon runter sind. In dieser Aufnahme, ich glaube zwei oder drei, die dritte müsste es jetzt sein. Für diese Aufnahme. Und da einmal eine Rankepflanze an ihm per Safe State gespeichert und ja, dann eben hier reingekommen. Das ist dann die dritte gewesen, ne? Eben hier reingekommen an diesem Ghost House dann eben. Also ist das jetzt die vierte, die jetzt läuft, die momentan läuft. Und das heißt, wenn ich immer so zwei Stunden, eine Stunde drinne war, bin ich hier momentan. Ja, wie viel Zeit ist denn hier jetzt rum? 40 Minuten etwa. Bin ich hier momentan vier Stunden und 40 Minuten drin. Huiuiui. Das hat mir nur mal eben interessiert, wie viel ich etwa hier drin schon verbraten habe an Zeit. Na, was heißt verbraten? Das macht ja Spaß, natürlich, dieses Mario Game. Aber wie lange es dauern würde, regulär das Spiel durchzuspielen? Also für mich dann eben. Wie gesagt, es gibt ja auch Speedrunner, die da schnell mal durch sind. Ohne da alle Exe zu holen. Aber ich glaube, es gibt auch Speedruns, da wo es gefordert ist, dann eben alle ja, Exits für dich dann eben mitzunehmen. Wie gesagt, 96 oder 97, falls ich da richtig informiert bin, gibt es dann eben insgesamt hier im Spiel. Und sowas gibt es auch, aber die sind dann trotzdem wesentlich schneller hier drin unterwegs, als ich es bin, momentan. Nee, weil ich eben auch überlegt habe, wegen Cutten, ob ich mal irgendwo hätte besser cutten sollen. Aber ich habe ja immer gut durchgelabert, so war mein Empfinden. Da hätte ich nirgendwo so wirklich cutten müssen für mich. Und es gab ja auch noch nicht eine Stelle da, wo ich irgendwie mal länger dran knapperte, zumindest. Ist mir das jetzt nicht bekannt, oder? Na doch, eine gab's. Was war das nochmal? Ich weiß das nicht mehr, aber da hängst du auch halt nicht so lang dran. Nicht so lang dran hängst du da dran. Dann eben. Also lasse 10, 15 Minuten vielleicht sein, dann ist das hier in dem Spiel schon lang, dass du an einer Stelle festsitzt. Und ja, 10, 15 Minuten ist zwar kacke zu senden dann. Aber wenn du da gut durchlaberst oder so, dann geht das auch immer noch. Finde ich, ist mein Empfinden dazu. Ja, wie gesagt, hier geht es dann einmal um Kreis für dich. Beim regulären Ausgang dann, also musst hinten dann eben an in diesem Level im Chocolate Island 3 per Feder weiter flattern, um dass es für dich weitergeht. Oder aber du nimmst die Röhre dann eben oben mit und überspringst dieses Castle dann eben für dich. Das geht ja auch, aber ja, am regulären Ausgang, da kommst du nicht weiter. Führst dich dann auf der Karte einmal im Kreis herum und du hast keinen Fortschritt. Oh, die habe ich auch völlig vergessen. Diese Baumstamm-Dingsies hier. Diese angespitzten. Ich dachte, ich könnte da ohne Ducken durch, durch diese Flamme. Das dachte ich. Ah, wie springig. Ich hab's mir noch gedacht. Du stehst da schon so scheiße an der Kante. An diesem Moorloch. Eieiei. Nee. Ich glaube, hier gibt's keinen Bosskampf, oder? In diesem Level? Na doch, da gibt's auch immer noch Bosskämpfe. Aber da gibt's keine Animation hinten dran. Ich glaube, das gibt's nur in den Castles, die dann eben eine Nummer dran haben, ey! Alter, ich sollte das Pad beiseite legen für heute, glaube, wenn ich weiter so spiele. Das gibt's doch gar nicht. Das sind so eine kleinen Fitzelchen-Fehler, die mich dann selbst schon abnerven. Das ist es immer. Die mich da echt selbst daneben schon mitnehmen. Da wo ich mir selbst frage, Alter, was spielst du hier eigentlich zusammen? Für eine Naht. Nee. Diesen Pilz, den könnte ich mir mal oben runterholen, noch mal eben schnell.
dass ich hier eventuell eine Feder draus erhalte. Ja, wunderbar, wunderbar. Genau das, was ich brauche hier. Bei diesen Knochen trocken kriegt den jetzt schon weggewienert. Na, wunderbar. Also selbst wenn er da liegt. Na, ach, komm schon. Ich hab doch lang genug gedrückt, ey. Ja, ich muss mir angewöhnen, darüber zu flitzen. Mit Springen und Rennen gleichzeitig gedrückt halten. Was ich ja eh in Learn to Kai so an ihm gelernt habe, das hat so korrekterweise funktioniert. Aber ich immer dachte, okay, du kannst auch, wenn du nur schnell rennst, ohne die Sprungtaste gedrückt zu halten, dass du da eben auch drüber hinaus wegkommst. Aber nee, besser macht sich das, du drückst da auch noch Springen daneben oder hältst Springen dann eben noch mitgedrückt. Damit die Feder. Da macht schon einer Radau mit seinen Flammen da vorne. Sollte aufhören, immer mitzusingen, aber das geht hier bei Mario nicht anders. Eben aufhören, weil ich das manchmal nicht richtig synchronisiert habe. Das ist mir auch schon aufgefallen in den Aufnahmen, dass ich entweder immer ein bisschen was vorweg singe oder ein bisschen was, hinten dran bin mit meinem Gesang. Dass das gar nicht richtig gesynkt ist aufeinander. Deswegen doch aufhören. So, gehen wir vor ihm runter? Ja, ich würde sagen. Aber noch easy hier. Ah, bis auf den kleinen Scheißer hin habe ich da fast übersehen gehabt. Der ja auch zur Seite daneben springen kann. So, haben wir hier noch irgendwie was Wichtiges drin? Oh ja, eine Feder ist auch nicht übel. Die auch wieder oben drin zu haben im Speicher. Bin ja mal gespannt, wer hier als Boss kommt. Ich glaube wieder die auf den Plattformen, ne? Die dann eben über die Plattform dann downen muss, da wo dir unter dir der Boden wegbricht. Von Zeit zu Zeit kann sein, dass die dann eben. Was seid ihr denn für welche? Dass die dann eben wiederkommen? Ganz genau, das geht hier noch. Auf die Swarms draufschrauben! Das funktioniert noch wie wunderprima, das wollte ich auch mal getestet haben. 245.730 Punkte wieder mal. Ey, echt mal, wir waren bei einer Million, ne? Oder noch mehr gar. Waren das nicht schon 10 Millionen? Habe ich mir da irgendwie verzählt? Weil ich jetzt hier schon 245.000 auf dem Konto habe und das viel zu schnell ging eigentlich. Ja, das sind wieder dieselben hier. Was ein Glück hat er mich da noch weggebounced, ey. Ist ja nicht wahr. Oh, ich wollte den mitnehmen. Mitnehmen wollte ich den noch. Ja, aber den kriegen wir gleich hier. So. Weg mit ihm. Was steht da drauf? Reznor? Habe ich das richtig gelesen noch? R-E-Z-N-O-R? Auf dieser rotierenden, ja, Holz-Dingsy-Scheibe? Ah, hier gibt es sogar noch mehr Level. Cool, ich dachte, hier würde direkt dann eben rüber zu Schloss, zu Castle Nummer 6 gehen. Müssen wir mal hier wieder ein bisschen was aufrichten noch. Ah, ist hier nicht Maulwurf-Action? Wieder? Ach nee, die Plattformen, die schrägen dann. Okay. Auch schwieriges Level, aber ist zumindest immer noch sehr schwierig in Erinnerung hier. Weil du nie weißt, wo du wirklich stehen kannst. Also wenn das für dich mal hinabgeht. Und du kannst ja auch nicht gucken, stimmt. Ich bin das immer nur aus dem Sonic-Game gewohnt. Da kannst du gucken. Nach oben und nach unten. Wenn du denn gedrückt hältst, für dich, diese Richtungstaste. Hier ist überall Schlamm. Unter. Das kann möglich sein, als hätte ich hier schon, dass ich hier schon, oh, dass ich da noch ein zweites Mal springen durfte. Dankeschön. Dass ich da zuvor schon eine Dragon Coin übersehen habe. Das wollte ich gesagt haben. Das kann möglich sein. Hier unter, da waren so viele Leben. Oh, schön, schön, die gibt's sogar für Lau. Das ist ja prima gut. Dank der ganzen Schalterpaläste, die wir schon gefunden haben. Das ist ja mega prima. Auch Dragon Coins gibt's hier noch in Hülle und Fülle. Da ist sogar eine Röhre noch.
weiß gar nicht, gab es hier zwei Ausgänge? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Auf der Oberwelt dann? Ja, komm schon, ich war doch am Springen. Warum habe ich jetzt da einen Pilz drin gehabt? Da war noch eine Feder zuvor. Oder habe ich die schon verloren? Ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Ist hier eventuell noch was drin für mich? Ein Peaswitch wäre nicht schlecht. Für die Dragon Coin drüben dann. Hüse. Kommst du da nicht hoch, Mario? Das geht so nicht. Ich will es mal trotzdem nochmal probieren. Die Röhre da oben, die muss ja zu irgendwas gut sein, oder? Ist das bloß der Ausgang dann eben? Also wenn du hier hinten... Stimmt, da war ja noch eine braune, eine graue Röhre. Oh, komm schon. Ey, ihr spawnt aber auch manchmal scheiße. Das ist so kacke. So mies platziert, diese Maulwürfe. That is it. Ja, kann schon möglich sein, dass das da zuvor die Röhre auf dem Knochen oben auf. Ich glaube, das war sogar ein Knochen. Sah mir zumindest danach aus, als wäre das der Ausgang dann eher gewesen. Zu der Röhre, eben zu dieser braun-grauen Röhre dort. Hui. Ich habe oben eine Dragoncoin vergessen, oder? Ne, hier hatte ich auch zwei, stimmt. Fällt mir jetzt wieder ein. Oh, das gibt nochmal Leben, cool. Für Lau. Also hier kannst du auch farmen. Ein bisschen was. Zusammen farmen. Vielleicht auch hier irgendwo drinne der P-Switch. Hey, cool. Cool. So, was machen wir? Also, wir nehmen beide mit. Ah, was ist denn das? Was ist denn das? Oh, kommt schon. Könnt ihr doch nicht machen, ey. Auch zum ersten Mal gesehen. Der hing ja da schon im Boden drin. Stimmt ja. Du darfst ihn dann auch nicht loslassen. Aber ich dachte, er würde dann eben wieder oben hinaufglitschen. So wie wir das ja öfter schon mit Mario daneben gesehen haben. Oder mit Yoshi dann. Vielleicht krieg ich ja einen neuen hin. Aber ich glaube nicht, der Klotz, der ist ja schon verbraucht dort. Schade, ey. Kannst du nichts machen? Na, spring doch ab, Mario. Dann lass uns mal weiter gucken. Aber echt nicht gewusst, dass das geht. Wie gesagt, wir haben das ja schon öfter mal mit einem Yoshi oder einem Mario gesehen gehabt. Hey, cool. Geht also doch hier oben rauf. Mal gucken, was hier los ist. Ist das nur Ausgang? Ja, das muss Ausgang sein. Okay. Aber das mit dem Peacewitch, du, das hätte ich nicht gedacht. Ja, er springt da bloß, oder was? Na, dann kriegst du hier mal ein paar Bälle ab. Alter Sack. Hätte auch noch warten können. Vielleicht hätten wir da sogar noch geschafft, dass wir da die Bonus-Stage noch betreten können. Aber nächstes Mal. Hoffentlich. Eventuell. So, da gibt's keine zwei. Was war da los in der Röhre? Oh, lass mir mal da nochmal gucken, please. Da möchte ich mal eben nochmal hin. Zu diesem Peaswitch. Mal gucken, was da los ist. In dieser Röhre. Warum die denn da so gut versteckt ist auch. Mit dem, über diesen Peaswitch. Der da ziemlich gut versteckt ist. Eben in einem dieser Klötze daneben drin. Da bin ich sehr gespannt, was da los ist, was da los sein wird. Ah, diese schrägen Plattformen hier, die sind so eklig. Diese Sprünge darüber, zumindest. Das fühlt sich nicht so korrekt an. So, zeig mal hier. Nee, du warst hier drin, ne? Ja. Da dann drin. Und aufpassen, hier, ich glaube, der rutscht doch mit mir auch, ne? Nee, macht er nicht. Er bleibt dann stehen, okay. Erstmal den Dragon Coin hier oben noch mitnehmen, natürlich doch. Da haben wir schon vier dann. Cool. Vielleicht ist hier die fünfte daneben drin. Ach, Bonus. Dingsy ist hier. Ah, okay, ich verstehe.
Ich verstehe, du kannst das also timen. Über diesen P-Switch, mal gucken, wo wir hinkommen. Oh, schön, drei Leben. Ich glaube, du hättest hier auch easy peasy gar nichts gewinnen können, ne? Indem du noch einen tiefer gefallen wärst? Ich weiß nicht genau. Kann aber gut möglich sein, dass das so ist, dass du halt irgendwie timen musst. Dann eben. Und da war mir das Glück heute. Ey, wie prima gut. Hängt da drinnen dann im Maulwurf. Oder hing er drin? Ist ja nun auch schon. Gewesen. So, jetzt aber rein hier noch. Und jetzt eventuell Home Run. Jetzt bin ich ja ohne Yoshi unterwegs. Mal gucken. Mal gucken, was da los sein wird. Blume. Ja, egal wo ich mir die Blume raussuche, das wird nie was. Das wird in den seltensten Fällen dann eben was. Hier Frühspringen, okay. Ja, wieder Sterne und da kommen die Blumen. Die Feuerblumen. Oh, schade, nur zwei. Eine 7 geknetet. Das ist schade. So, du müsstest aber dann hochführen zu Castle Number 6. Glaube ich. Ach du Scheiße, ja, wollt doch meinen. Hier musst du aber bestimmt aufpassen. Nicht irgendwo einen Peace-Switch dann eben zu berühren. Sonst hast du hier mal ganz schnell Probleme. Ha, nehmen wir uns die Röhre mit? Ich würde sagen schon, ne? Hier dann eben. Wow. Ah ja, wir haben ja jeden Yoshi bei. Können wir ja hier ruhig mal ein bisschen was wegschlecken. Über die Sung dann. Boah. Die auch noch gern mitgenommen, diese Münzen dort. Ah, okay. Mal gucken, ob ich hier oder wie viel Glück ich denn hier habe heute. Hatte ich sonst echt. Ich hab's ja schon verkündigt gehabt, schon damals in der Premiere dann. In der allerersten Folge hierzu, dass ich hier echt nie Glück hatte. Oder nur sehr wenig. Immer nur ein Leben, wenn überhaupt, rausbekommen. Das stimmt. Also zuvor, wenn ich mal für mich so gezockt habe, gespielt habe, Super Mario World, dann war halt immer so. In der Regel immer so. Hatte ich immer schlechte Erinnerungen daran. Wie man denn so wenig Glück dazu dann eben haben kann. So wie ich es da gehabt habe. Nee. Ah, wo bist du? Oh, ich dachte, ich wäre schon weiter. Ist schwierig, wenn du oben aus dem Bildschirm rausspringst. Da ein Gefühl für zu haben, wo du denn wieder landen wirst. Das ist echt schwierig. Auch hier die Kacke mit diesen Plattformen. Möglichst schnell mitnehmen. Ich sollte da gleich weiter vom Chaka ihn also hinten treffen. Ah, cool. Er erledigt sich schon von allein. Ist ja prima gut. Brrrr. Ja, alle noch eins auflösen. Nee, ich glaube, ich muss durch, ne? Ah, nee, Leben gibt das dann nicht. Ich dachte, er gäbe dann auch Leben, gibt aber nur Coins. Schade eigentlich. Vielleicht, wenn ich die Stange, diese Tape dann eben mitgenommen hätte. Vielleicht dann. Wären daraus Leben geworden. One-Ups. Ist das das letzte reguläre Castle? Nee, ich glaube bei Bowser, vor Bowser, da stand auch nur eins, ne? Müssen wir mal gucken. Oh ja. Die Stampfer hier. Und er steht da auch prima drin. Mitten in der Suppe. Ah, ich muss hier weg. Wie gemein. Eine hundsgemeine Falle. Ah, der ist das doch hier. Hab ich noch? Ja, ich hab ja noch. Geh mal runter. Da oben, da habe ich ja noch was drin gehabt. Hab eben gesehen. Ah, ja. Meine Sprünge wieder. Ich weiß. Alter. Gleich wieder die Haifisch-Szene ausgepackt. Der Zombie. Scheiße. Hab mir eben schon gefragt, da kommen hier überall Zacken runter. Und ja, es ist so. Alles klar. Muss ja also langsam vortasten dann. Ah, Ätzend. Oh. Junge, der war Glück. Hm.
Aber es geht hier, mit Konzentration geht's. Wie eben immer, wie eben immer.